So, dann wieder herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2015. Meine Frage, wieso stand gerade über dem Helfer Nico? Keine Ahnung. Oder liegt das daran, weil du den beauftragt hast? Nee, ich bin, glaube ich, kurz reingegangen in den LKW, deswegen glaube ich. Ja. Link hier drehen. Hier ist aber noch. Aber hier ist noch, hier ist noch nichts erntereif. Von dem Raps. Hier ist noch nichts, alles noch im Wachstum. Ja gut, ist ja, denke ich mal, nicht schlimm, wir sind ja eh noch beschäftigt. Ja. Ne, nur weil wegen dem, das ist das dann verdirbt. Ja, ja. Aber die Traktoren werden so schnell dreckig, ey. Weil man kann ja wirklich dann, wenn man hier das mit hier wieder mit dem wie sagt man, mit dem Ernten hier fertig ist, kann man ja das ja auch schon wahrscheinlich direkt ernten. Das geht ja recht hintereinander weg. Ja. So, was machst du denn gerade eigentlich? Ich bin wieder gerade am Grubern. Achso, wollen wir jetzt mal tauschen? Können wir machen, ja. Gut. Wobei ja die Maschine hier, dieser Mähdrescher ist natürlich langsamer. Jetzt will ich jetzt tauschen oder nicht? Bitte? Hallo, dann steig aus. Was denn? Ja, aus dem Mähdrescher. Wieso das denn? Ja, weil ich dachte, wir wollten tauschen. Ich dachte, du wolltest... Achso, dann ist okay. Nee, ich meinte tauschen in dem Sinne, dass ich jetzt hier den Mähdrescher fahre. Ja, nee, ich meine, weil du den gerade eben, deswegen wollte ich nicht, dass du... Nee, ich meinte tauschen, obwohl wir das schon gemacht haben. Wolltest du nochmal mit einer Frage bestätigen? Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht mehr. Ach da. Fährst du eigentlich in der Innenperspektive oder in der Außenperspektive? Ich nehme immer die Innen. Ja. Da kann ich ein bisschen besser sehen, was ich abbaue und was nicht. Nicht abbaue, was ich. Ich muss immer so ein bisschen gucken, weil. Mit dem Mähdrescher kann ich das eigentlich ganz gut, nur manchmal mit dem Flug und so, die Breite einzuschätzen, finde ich. Dann mähe ich manchmal schief und so. Ja, ja, wenn es hinterher gezogen wird. Ja, ja. Aber es gibt ja extra so, ich weiß nicht, so Spurreißer heißen die, glaube ich. Da kannst du irgendwie sehen, wo ich weiß nicht so wirklich, was die Dinger bringen sollen. Ich glaube, die markieren irgendwie da den Weg, wo du in der nächsten Bahn lang fährst. Bin mir aber nicht ganz sicher. So. Wie viel Geld ist auf dem Konto? 11.700. Weil man kann ja, glaube ich, bei der Bank auch einen Kredit kriegen. Ja, ja, 100.000 und so. Und die muss man halt immer noch zurückzahlen. Du kriegst halt jeden Tag auch immer Geld abgezogen, wie im ETS ungefähr. Oder im ATS. Ja, dann natürlich. Auch da habe ich auch einen Kredit laufen. Ja, ich auch. Ich habe mir auch direkt einen neuen LKW geholt, da auch. Aber noch keinen angestellt, oder? Nee. Nee, na gut. So, ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt mit dem Helfer ist. Nicht, dass dem da gleich hier die Saatmaschine leer ist. Ja, dann hält er ja an, dann gehe ich einfach da gerade nachfüllen. Dann müssen, glaube ich, auch diese Warnleuchten angehen. So, die Bahn hier noch, dann ist voll. Aber das Feld ist wirklich irgendwie ein bisschen krumm. Aha.
Wieso geisteskranke, die sich diese Bube, ey. Die ist echt eine Zumutung. So. Jetzt hier gucken, wie man das jetzt hier machen muss am besten. So. Mist. Halt. Huch! Gott. Das ist gar nicht so leicht, hier das Ding hier drunter zu stellen. So. So. Das ist voll schwierig, rückwärts. Ja. Irgendwie beim ETS geht das einfacher. Nee, da kann ich das gar nicht, ey. Ja gut, da finde ich das nicht so schwer so. Jetzt lädt er ein. So, ist gleich wieder halb voll, der Wagen. Ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen... Hier ist noch so ein Getreidespeicher irgendwo. Da ist auch noch ein bisschen... nicht Öl, ein bisschen Vorräte sind da auch noch drin. Ja. Die kann man ja auch verkaufen, oder nicht? Sicher, dass da schon was drin ist? Bei mir war damals, in meiner Welt, war da schon was drin. Ja, ich guck gleich mal. Ich kann ja mal schauen. Ja. Ich kann das, wenn ja, dann tue ich das rein. Boah. Bitte was? Ich bin fast gegen der Gegast ausgefahren. Oh, der passt schon locker durch. Oh, komm, fahr ich hier gegen? Oh ja, Mensch, Mist. Ah. Halt. Müssen wir hier rum. Ups. Ist gerade so ein bisschen metrischer hier gerammt. Also so Silos sind das dann, ja, was ja dann schon drin ist. Muss hier, glaube ich, irgendwo eins sein. Ja. Genau. Hier ist eins. Wobei, ich glaube, da kriege ich jetzt nichts. Halt, Moment. Na. Befüllung starten, doch. Ja. Ich konnte jetzt hier was kriegen. Ich verkaufe es schnell, ja? Ja. Ich denke mal, je mehr Geld man da macht, desto besser ist das. Und da ist jetzt halt die Frage, was wir mit den kleinen Treckern machen. Ja. Weil die verlieren natürlich jetzt immer mehr an Wert, je länger wir sie noch benutzen. Nein. Doch. Sicher? Ja. Das ist nämlich das Problem. Mir ist egal, von mir aus können wir die verkaufen. Das ist halt die Frage, welchen würdest du denn stattdessen dann nehmen? Ich guck grad mal. Weil man kann ja notfalls das mit weniger Maschinen betreiben. Die Frage ist, was wollen wir mit dem Dingens machen? Mit dem neuen? Ja. Ich würde eher mal sagen, wir holen uns einen neuen Flug, oder? Ja, oder so. Hier gibt es einen Flug mit 4. Gott, der braucht aber 225 PS. So, jetzt müssen wir das Geld wieder hochrieseln. Ja.
Genau. Das kann man vergessen, Alter. Was denn? Da bräuchte man einen Traktor, der 230.000 Euro kostet für den Flug hier. Diesen breit, meinst du? Ja. Oder zumindest einen, der breiter ist. Also muss jetzt nicht der breiteste sein. Hier gibt's einen mit 2 Metern und 2,5 und einen Rechner mit 4,5. Metern Breite? Ja. Welche Breite haben wir denn? Wir haben 2. Natürlich nix. Gibt's bei Sonnen... Oh, keine Sonderangebote. Oder wir holen wirklich die Spritze. Die ist ja sowieso breit, oder nicht? Ja, die hat 24 Meter Arbeitsbreite. Das könnte man doch eigentlich machen, oder nicht? Ja, die kostet 29.000, wir haben 15. Aber wenn wir die Traktoren verkaufen, soll's gehen. Zumindest einen der kleinen, oder nicht? Das wäre eine Idee, oder nicht? Oder wie würdest du das machen wollen? Weil was jetzt nochmal? Einen davon verkaufen, einen kleinen. Ja. Oder beide? Wenn ein. Wobei, das ist natürlich die Frage. Wenn man jetzt mehrere Helfer einstellen möchte, dann braucht ja jeder ein Fahrzeug. Ja, ich weiß nicht, ob das sich momentan noch lohnt, wenn wir jetzt mehrere Helfer einstellen. Deswegen, und wir brauchen eigentlich mit einem Helfer, den wir immer haben, 3 Traktoren. Und haben 5. Aber dieser eine, den wir haben, dieser gelbe, wenn man den verkauft, bringt das auch extrem viel. Wie viel bringt der denn? Der ist teurer als der große grüne, der kostet... Da kriegt man, glaube ich, um die 60.000 für. Das können wir machen, ja. Dann könnte man dafür gescheite Sachen kaufen. Mal gucken, was können wir mit 60.000 alles holen? Auf jeden Fall die Spritze. Dann... Ja. Was ist das? Die Spritze, dann... Ich guck noch mal, was man hier noch einfüllen kann. Ups. Dann, Füllung starten. Ich habe noch ganz viel. Also wir haben hier noch... Weizen haben wir noch 4 Tonnen. Gerste haben wir... Raps haben wir noch 8 Tonnen haben wir hier. Boah, da kann man richtig viel noch ausmachen. Ich fülle das mal... Alles, was wir hier drin haben, fülle ich mal aus. Oder nicht, zumindest Raps, weil da ist der Preis im Moment gut für. Ich fahre das auch zurück, ja? Ja, ja. Verkauf das. Wie viel ist denn jetzt auf dem Konto? 15.000. Ja. Und jetzt hole ich ja, bringe ich ja Raps weg. Das wird natürlich nochmal einen riesen Schlag bringen. Ja. Dann ist natürlich jetzt die Frage, wird das denn was bringen, wenn wir den einen verkaufen? Ja, wir können schon mal die Spritze dann kaufen. Dann hat die Frage, was wir noch kaufen. Ja, irgendwie vielleicht Mähdrescher oder? Wobei, das ist teuer. Ja, Mähdrescher kostet 150.000. Traktor bringt nichts oder so, ne? Traktor wirklich einer, der uns wirklich erst helfen. Ja, das ist halt das Problem. Hier gibt es vielleicht 64.000, so, nur mit denen kann man wirklich was machen. Welcher wäre denn der erste, der was bringen würde? Kommt auf an, für was bringen. So, jetzt müsste wieder Geld kommen. Ja. Wie viel ist das jetzt ungefähr? 600.000. Das heißt, also haben wir gerade bekommen. Wie viel? Um 10.000 dazu. Also gut, das ist extrem viel, ne? Ja. Das ist doppelt so viel wie das andere. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Also bis gleich.